Einen fetten Elgemöltigruß von mir auch, Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen. Ich sterbe direkt am Anfang, während ich noch die Begrüßung mache. Zu einem Ründchen Black Ops 3 Multiplayer. Doch, ich muss sagen, wie man auch schon am Titel gesehen hat, es ist keine normale Runde Multiplayer. Denn ich habe etwas Besonderes, und zwar habe ich mir einen SCUF-Controller zugelegt. Der ist heute frisch angekommen. Und dann dachte ich mir, nimmst du doch mal das auf, wie du damit spielst. Kannst da draus dann ja auch eine Videoreihe machen, so, ich muss mal gucken, wie ich die noch nenne. Aber, ja, das war skillig. Denk mal irgendwie sowas wie Road to Scuff Controller Champion oder so ein Scheiß. Ich muss mal gucken, wie ich das nenne. Aber auf jeden Fall, ich habe mir einen Scuff Controller geholt. Werde Black Ops 3 Multiplayer spielen und ihr könnt mir dabei zusehen, wie ich am Anfang noch hart abnuben werde damit, weil ich mit der Steuerung erstmal zurechtkommen muss. Aber irgendwann werdet ihr hoffentlich auch eine Entwicklung sehen, dass ich besser werde und ich denke, da kann schon das ein oder andere Witzige passieren dann, wenn wir das zusammen miterleben. So manche Szene, wie die gerade hier in dem Raum, wo ich so... Das war einfach mal wieder göttlich. Ich schieße daneben, er schießt daneben, alle schießen daneben. So. Jawohl. Da hat er mir gerade geholfen, der Controller. Leute, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Wusste, dass da einer ist, aber nicht gesehen. So gut. Ja, also zu den Einstellungen, die ich am Controller habe, mit den linken Backtrigger, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die heißen. Ich nenne es jetzt einfach mal Backtrigger. Habe ich X und mit dem rechten hinhocken, also Kreis. Oh, der hat ordentlich gedroppt, Alter, und da wird mir alles weggenommen. Ich krieg einen Ausraster. Okay, da will einer kommen. Jawohl! Danke, SCUF Controller, das war richtig gut von dir. Erstmal Props an dich. So, schön punkten. Oh, ich muss mich gerade echt ein bisschen konzentrieren hier. Hier geht voll die Party ab. So. Ja, also ich hatte vorhin einmal eine Runde gespielt gegen Bots. Einfach nur, um reinzukommen, ein bisschen die Steuerung. Und, ja, das ist jetzt meine erste Multiplayer-Runde. Und ich hoffe, dass das doch ganz passabel ist, was ich da so raushau. Komm, schnell. Nein, die sind schon wieder alle im Haus. Oh, so ein Scheiß. Wo sind die denn? Okay, die sind alle tot. Ja, könnt ihr mal selbst in die Kommentare schreiben, ob ihr selbst einen SCUF-Controller benutzt oder noch den normalen. Und was ihr davon haltet. Also, ehrlich gesagt, früher habe ich mir halt gedacht, ich brauche das eigentlich nicht. Früher gab es das halt auch noch nicht. MW3-Zeiten, SCUF-Controller. Hättest du das erwähnt, die hätten dich in die Klapsmühle gesteckt, weil keiner weiß, was du da laberst. Aber jetzt ist das halt weit verbreitet und ohne Spaß, der Controller ist geil. Das war so geil gerade. Jawohl. Hier, ich brauche... Jawohl, nimmt man eine Waffe auf und die ist leer. Das ist es, was man braucht. So. Aber jetzt spielen halt richtig viele mit SCUF-Controller, wenn man einfach mal so in eine Lobby reingeht und das mal anguckt. Ich meine, das siehst du ja wirklich, wer mit SCUF-Controller spielt und wer nicht. Denn solche Airshots, wie ich sie gerade mal nenne, manche davon kriegst du echt nicht mit einem normalen Controller hin. Und da hast du schon einen entscheidenden Nachteil. Und das das zerstört auch manchmal, finde ich, die Lust am Spiel. Weil du einfach so einen Nachteil hast, weil anderen so einen geilen Controller haben. Und du guckst dann mit einem normalen durch die Gegend. So, schnell die Hellstorm. Ja, Camper werden bestraft. So, in your face. Alter, ich räume gerade voll auf. Finde ich geil. Oh, ich muss hier weg. Das hätte ich nicht überlebt.
Jawohl. So, also ich muss eigentlich. Ich weiß nicht, was auf einmal los ist, dass das so gut läuft. Normalerweise hat man ja in der Aufnahme, dass das scheiße läuft. Also dann besonders scheiße, scheiße. Aber jetzt läuft es echt gerade richtig gut. Normalerweise hätte ich gedacht, ich muss ein bisschen da reinkommen, hau nicht direkt so ein gutes Ding aus. Alter! Und dann tötet er mich! Mit einem Granatwerfer! Ich habe einen Geist erspielt zum zweiten Mal ohne zu sterben. Also das ist mein zweiter Geist und ich hätte auch fast zwei Warps gehabt. Schade. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich gerade spiele. So, hallo. Auf jeden Fall muss ich sagen, das macht echt richtig viel Spaß, damit zu spielen. Das macht richtig Fun, vor allem wenn man die Steuerung dann drauf hat und dann nicht so rumkrebselt wie ich in meiner Runde gegen die Bots. Das war auch schon. Das war echt köstlich manchmal. So. Weil das Geile ist halt, du musst nicht den rechten Daumen vom Trigger wegbewegen, vom Analogstick. Weil du das halt mit den anderen machst. Und da ist einfach so viel bessere Konzentration, Präzision und kriegst alles auf einmal hin. Das ist richtig nice. Das macht richtig Spaß, damit zu spielen, muss ich sagen. Und ich hoffe, irgendwann, wenn ich dann noch besser bin, ich meine, das hier, ich glaube, das ist mehr so eine Glückrunde. Ja, erstmal gegenseitig blockieren. Ey, ich wollte gerade meinen Geist holen. Mann. Lel. Alles klar, da snappte mich mal easy weg. Oh, 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 oh. So. Weil hier den Jump Shot, den hätte ich so niemals machen können. Oh, da muss ich weg. Oh, wo bin ich hier? Oh! Oh! Scheiße. Also drei Leute hätte ich da aus der Ecke niemals rausgeholt mit einem normalen Controller. Ich hätte es nicht hingekriegt. Aber da sieht man mal, da kann was. 31-8, 21 Depots, erster Außenteam. Und das ist meine erste Multiplayer-Runde. Richtig nice. Boah, das macht echt Riesenspaß, damit zu spielen. Es war ein teurer Spaß, aber es macht echt. Das ist echt geil. Ich wollte mir eigentlich letztes Jahr schon einen holen, aber da bin ich dann nicht zugekommen, weil ich noch Sachen für Aufnahmen holen wollte, dass ich mich halt verbessern kann und alles. Und dann musste der Scuf erstmal warten. Und dann hatte ich den auch echt aus den Augen verloren. Aber dann vor kurzem wieder ins Gedächtnis gerufen und. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist er wieder ins Gedächtnis gekommen. Das macht echt eine Menge Spaß, damit zu spielen. Ja, ich denke, das gerade war ein bisschen eine Glückrunde, wobei da auch schon ein paar Situationen mit bei waren, wo vielleicht ein bisschen mehr Können drin stecken könnte. Vielleicht. Eventuell. Aber manche Situationen waren auch echt lucky. Aber auch ich darf mal Glück haben. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann, mein Gott, dann lasst doch bitte ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von SCUF-Controllern haltet, ob ihr selbst einen benutzt, ob ihr einen benutzen wollt oder ob ihr das vielleicht ein bisschen kritischer seht. Denn, das ist ja eigentlich schon so ein erkaufter Vorteil dann. Und, naja, ich sehe das mit einem Auge, mit dem anderen sehe ich es anders. Aber na gut, ich möchte wissen, was ihr davon haltet. Und dann verabschiede ich mich hier. Tschüss.